Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Es gibt Neuigkeiten aus dem galaktischen Zentrum, denn dort beobachtet man Sterne, die um das zentrale schwarze Loch kreisen und es wurden ganz neue Daten aufgenommen und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Viel Spaß! Ja, was wurde gemacht? Seit 1992 schaut man ja in das Zentrum der Milchstraße. Wo befindet sich das überhaupt? Das ist ja am Sternbild Schütze, Sagittarius. Und von uns aus, wir sind ja relativ weit raus mit unserem Sonnensystem, 26.000 Lichtjahre entfernt. Das heißt, das Licht, was wir heute beobachten können, war so lange unterwegs, ja, es waren eigentlich Steinzeitmenschen unterwegs damals auf der Erde und diese Strahlung brauchte dann so lange, um zu uns zu kommen. Die Strahlung wird seit 1992 ausgewertet. Es gibt verschiedene Gruppen auf der Welt, im Wesentlichen zwei. Die eine Gruppe ist an der University of California in LA, also Los Angeles. Die nutzen die Keck-Teleskope auf Hawaii. Und der zweite gute Standort ist in Chile. Die ESO betreibt dort ja mehrere Teleskope. 1992 hat man angefangen mit dem 3,5-Meter-Spiegel von der ESO. Das ist das New Technology Telescope, NTT, was man benutzt hatte. Ab den 90er Jahren kam dann das Very Large Telescope zum Einsatz. Das sind Teleskope der 8-Meter-Klasse. Es sind Spiegelteleskope, 4 Stück, die man auch zusammenschließen kann. Und es wurden verschiedene Instrumente installiert hinter den Spiegeln, mit denen man dann das Zentrum der Milchstraße beobachtet hat. Die Leute, die sich ein bisschen auskennen, wissen ja, dass in der galaktischen Ebene, also der Ebene der Milchstraße, unheimlich viel Zeug herumfliegt. Die Sterne, Staub, interstellares Gas und vor allem der Staub ist ein Riesenproblem. Wenn wir jetzt also in das Zentrum der Milchstraße hineingucken wollen, müssen wir durch dieses ganze Gemüse da irgendwie durchgucken. Und das ist im sichtbaren Bereich ein Riesenproblem. Im sichtbaren Bereich sieht man ja so schwarze Dunkelwolken wie der Pferdekopfnebel, sind das eben Strukturen, die die sichtbare Strahlung verschlucken. Also müssen wir in die Trickkiste greifen der Astronomie und andere Wellenlängen benutzen. Das Zentrum der Milchstraße beobachtet man mit Röntgenstrahlen, was aus dem Zentrum kommt. Man schaut mit Radiowellen auf dieses Zentrum drauf und natürlich auch im Nahinfrarot. Und das wurde eben jetzt auch durchgeführt mit den Keck-Teleskopen und auch mit dem Very Large Telescope. Das sind also erdgebundene Teleskope, die im Nahinfrarotbereich beobachten. Das sind also Wellenlängen etwas länger als rotes Licht. Und bei dieser Wellenlänge hat man jetzt also da seit Jahrzehnten schon reingeschaut. Die Krönung dieser jetzt 26-jährigen Untersuchungen ist, dass man jetzt wirklich auch getestet hat, wie Sterne von Einsteins Theorie beeinflusst werden, weil sie nämlich unheimlich nah an dem schwarzen Loch ihre Bahnen ziehen. Und das war der Stern S2, den man da angeschaut hat. Es sind die sogenannten S-Sterne. Die S-Sterne sind Sterne, die also in wilden Bahnen um das Zentrum der Milchstraße kreisen. Es sind dreidimensionale Orbits, das heißt, die liegen nicht irgendwie in der Scheibe wie im Sonnensystem, wo ja alle Planeten in einer Ebene kreisen. Es sind also wilde Bahnen, die da durchgeführt werden. Und der bekannteste Stern ist nämlich derjenige, der dem schwarzen Loch am nächsten kommt. Das ist der Stern S2, wie er genannt wird. Dieser Stern braucht 15 Jahre für einen Umlauf. Man hat also jetzt in all den Jahren das schon geschafft, einen kompletten Umlauf zu sehen. Und der kommt eben wirklich nah an das schwarze Loch heran. Und man kann dieselben Gesetze benutzen wie im Sonnensystem, um diese Bewegung zu beschreiben, nämlich die Kepler-Gesetze. Nach dem dritten Kepler-Gesetz ist ja dann das Quadrat der Umlaufzeit über der großen Halbachse in der dritten Potenz eine Konstante. Diese Konstante hängt von der Masse ab, um die dieses Objekt kreist. Und man kann das eben nutzen im Sonnensystem, um aus diesem dritten Kepler-Gesetz die Sonnenmasse zu bestimmen. Man braucht nur einen Planeten sich anschauen. Die Umlaufzeit braucht man, die Größe seiner Bahn in Kilometern und kann daraus dann die Sonnenmasse berechnen. Und dasselbe funktioniert eben auch bei dem Zentrum der Milchstraße. Hier hat man dann natürlich Sterne, die um das Zentrum kreisen. Bei dem Stern S2, der um das Zentrum der Milchstraße kreist, in 15 Jahren hat er einen Abstand von 120 astronomischen Einheiten. Das ist also etwas weiter natürlich als die Plutobahn im Sonnensystem, aber das zeigt eben, wie nah der wirklich hier um das schwarze Loch kreist. Aus dem zweiten Kepler-Gesetz können wir folgern, dass der Stern auch schneller wird, wenn er sich dem schwarzen Loch annähert. Wie gesagt, diese Bahn ist sozusagen stark auseinandergezogen. Das heißt, nach dem zweiten Kepler-Gesetz beschleunigt auch dann der Stern seine Bewegung. Er wird richtig schnell.
und erreicht dann Spitzengeschwindigkeiten von 7650 Kilometern pro Sekunde. Das sind also 28 Millionen Kilometer pro Stunde. Das ist ein richtiger Affenzahn. Es sind fast 3% der Lichtgeschwindigkeit. Also so schnell wird der Stern, obwohl er sich eigentlich ja in einem Abstand befindet, der verglichen mit dem Ereignishorizont vom Schwarzen Loch relativ groß ist. Man spricht dann in der Theorie ja von den Schwarzschildradien. Und das ist ein Schwarzschildradius wäre eben dann genau der Ereignishorizontradius von einem Schwarzen Loch, was nicht rotiert. Und bezogen auf den Stern sind es also 1500 Schwarzschildradien, was der für einen Abstand hat. Was gibt es sonst noch Erwähnenswertes zu sagen zum Stern S2? Es ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse B. OBA, Fine Girl, Kiss Me sind ja die Spektralklassen. OB, das sind sehr heiße Sterne, sehr junge Sterne typischerweise. Dieser Stern ist sehr gut zu beobachten, also man muss ja über diese 26.000 Lichtjahre Entfernung das Ding auch sehen können. Der ist also wirklich hell genug, dass man den gut sehen kann. Wenn dieser Stern sich natürlich jetzt hier um das Zentrum bewegt, dann können wir, und das wurde eben gemacht mit dem Instrument Symphony an dem Very Large Telescope, kann man die Geschwindigkeitskomponente bestimmen, die der Stern hat, wenn er sich eben mal auf die Erde zubewegt und dann von der Erde entfernt. Das ist die Radialgeschwindigkeitsmethode und wir nutzen da einfach den Doppler-Effekt aus. Kommt nämlich der Stern auf die Erde zugeflogen, dann wird die Strahlung, die er abgibt, ja Dopplerblau verschoben. Das heißt, alle Spektrallinien und das gesamte Spektrum, was man sieht von dem Stern, verschiebt sich zu den kürzeren Wellenlängen hin. Wenn dann der Stern weiter sich bewegt und sich irgendwann mal wieder von der Erde entfernt, dann haben wir natürlich einen Doppler-Rot-Verschiebungseffekt. Das heißt, dann tanzen die Samba diese Linien in die andere Richtung und gehen eben zu den langen Wellenlängen hin. Das heißt, man sieht wirklich, wie die Spektrallinien sich so hin und her bewegen in dem Spektrum und daraus kann der Astronom die Geschwindigkeitskomponente bestimmen, die dann eben das Objekt hat, zur Erde hin, von der Erde weg. Das hat man mit dem Instrument Symphony gemessen. Und das weitere neue Instrument, was jetzt hier ins Spiel kommt, hört auf den schönen Namen Gravity. Gravity wurde 2016 zum ersten Mal benutzt, um in das Zentrum der Milchstraße zu gucken. Es ist eine Entwicklung, die federführend geleitet wird von dem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Dort sitzen die Experten in der Gruppe von dem Professor Reinhard Genzel und Professor Dr. Frank Eisenhower ist der Experte, der Chef von dem Instrument Gravity, der hier dieses Instrument mit dem Team entwickelt hat. Gravity dient nun dazu, dass man extrem genau die Position bestimmen kann von erstmal der kompakten Radioquelle, dem Schwarzen Loch, hört übrigens auf den Namen Sagittarius A-Stern. Sagittarius steht für Schütze, A bedeutet, das ist die Radioquelle, A in dem Sternbild Schützen und Stern bedeutet, das ist die kompakte, also punktförmige Radioquelle, die da zu finden ist. Sagittarius A-Stern meint also nichts anderes als das Schwarze Loch, was übrigens eine Masse hat von 4 Millionen Sonnenmassen. Diese Masse kann man eben mit dem dritten Kepler-Gesetz bestimmen. Also man hat die Bahnen der Sterne, dieser S-Sterne, um das Zentrum verfolgt. Im Jahr 2002 gab es da die wesentlichen Publikationen. Also einerseits von der Gruppe in LA und andererseits von den Kollegen vom MPE und der ESO. Und die stimmen überein. Also die Masse, die sich da befindet, sind ungefähr 4 Millionen Sonnenmassen. Und wenn man dabei hinschaut, sieht man da nichts Auffälliges. Das heißt, es gibt da keine 4 Millionen Sterne auf einen Flecken oder sowas. Es ist mehr oder weniger dunkel, ab und zu sieht man Blitze zwar, aber es ist eine sehr kompakte Masse offenbar. Und die beste Erklärung, die man eben hat, es muss ein schwarzes Loch sein. Neben dieser Quelle, Sagittarius A Stern, sieht man mit Gravity dann eben noch eine weitere punktförmige Quelle, das ist der Stern S2. Und wir können mal einen Blick in das Paper werfen und können hier mal zeigen, wie dieses extrem scharfe Bild aussieht, was mit Gravity da aufgenommen wurde. Nehmen wir an, das hier ist Sagittarius A Stern, das schwarze Loch. Dann haben wir bei dem Stern S2 es mit einer sehr exzentrischen Bahn zu tun. Das ist also sehr oval, diese ganze Bahn. Und wenn sich dann der Stern annähert an das schwarze Loch, dann beschleunigt er, wird besonders schnell. Das folgt aus dem zweiten Kepler-Gesetz. Das zweite Kepler-Gesetz besagt, die Verbindungslinie zwischen dem schwarzen Loch und dem Stern S2, das ist der sogenannte Fahrstrahl, überstreicht in gleichen Zeiten gleich große Flächen. Das gilt auch im Planetensystem bei uns im Sonnensystem. Wenn wir Planeten anschauen, haben wir dasselbe zweite Kepler-Gesetz, was wir anwenden können.
Und was bedeutet es, wenn jetzt also der Stern näher rankommt an das Schwarze Loch, an den sogenannten Perihelzentrum, also an den nächsten Punkt, dann beschleunigt er mit einem Affenzahn auf maximale Geschwindigkeit. Das sind fast 3% der Lichtgeschwindigkeit. Und da treten natürlich relativistische Effekte auf. Wir haben es ja mit dem speziell relativistischen Doppler-Effekt zu tun. Der kommt also hier dann schon zum Tragen. Und was passiert noch? Wenn sich dieser Stern jetzt zu nah an das Schwarze Loch heranwagt, dann hat seine Strahlung ein Riesenproblem, um von dem Schwarzen Loch zu entkommen. Denn wir reden ja hier von einer Schwerkraftfalle, die wirklich alles verschlucken möchte. Der Abstand ist zwar noch relativ groß, also in Schwarzschildradien ausgedrückt sind es 1500 Schwarzschildradien, das ist also die 1500-fache Abstand im Vergleich zum Ereignishorizont, das ist weit genug draußen im Prinzip, aber die Schwerkraft von einem schwarzen Loch, besser die gekrümmte Raumzeit, müsste man sagen, zieht natürlich jetzt an der Strahlung und verhindert, dass die Strahlung leicht entkommen kann. Also die Gravitation zieht an der Strahlung von dem Stern. Und wenn der Stern eben jetzt sich heranwagt, zu nah an das schwarze Loch, wird dieser Effekt stärker. Der Effekt heißt übrigens Gravitationsrotverschiebung, wurde auch zum Beispiel auf der Erde nachgewiesen. Den gibt es auch auf der Erde, wenn man einen Laserstrahl senkrecht nach oben schießt. Dann haben wir auch hier den Effekt, dass das Licht natürlich ankämpft gegen das Gravitationsfeld der Erde. Schon 1960 hat man im sogenannten Pound-Rapka-Experiment das Ganze dann gemessen. Das heißt, wir kennen diesen Gravitationsrotverschiebungseffekt. Er wurde jetzt zum ersten Mal gemessen bei einem Stern, der sich an ein schwarzes Loch zu nah heranwagt. Und das ist eben das Faszinierende. Gravity dient dazu, diese Position von dem Stern S2 extrem genau zu bestimmen. Das Instrument ist so präzise, dass man über Tage direkt sehen kann, wie der Stern weitergewandert ist. Mit dem vorgehenden Instrument, was man benutzt hat, namens NACO, N-A-C-O, was auch am WLT betrieben wird, hat man nur über Monate verfolgen können, dass die Sterne sich weiter bewegen, weil die Auflösung nicht gut genug war. Mit Gravity ist es also jetzt gelungen, extrem genau hinzuschauen. Wir haben also dann zweierlei Informationen, die die Astronomen hier mit ESO-Instrumenten gewonnen haben. Mit Gravity eine extrem genaue Positionsmessung, wo befindet sich der Stern S2, und mit dem Instrument Symphony hat man sehr genau die Bewegung des Sterns, nämlich diesen Doppler-Effekt, die Radialgeschwindigkeitskomponente, gemessen. Wir können auch mal vielleicht einen Blick auf eine schöne Animation werfen, die uns dann ganz gut zeigt, wie der Stern auf einer Kepler-Ellipse um das schwarze Loch kreist. Das sehen wir jetzt hier. Und wir sehen sehr schön, dass der Stern beschleunigt, wie das zweite Kepler-Gesetz besagt. Das erste Kepler-Gesetz besagt übrigens, dass diese Bahnen ja Kegelschnitte sein müssen, also entweder ein Kreis, eine Ellipse, eine Parabel oder eine Hyperbel. Und wir sehen hier eine wunderschöne Kepler-Ellipse, die da durchgeführt wird von dem Stern. 15 Jahre braucht er für einen Umlauf und da wurde ein kompletter Umlauf schon gesehen. Wir können diesen Stern S2 also wunderbar verfolgen mit den Instrumenten und die Beobachtungen fanden jetzt erst im Mai 2018 statt. Das heißt, es sind hochaktuelle Messungen, die da durchgeführt wurden. Es wurde schon angekündigt, dass man eben jetzt hier die speziell relativistischen Doppler-Effekt gemessen hat. Man hat außerdem die Gravitationsrotverschiebung gemessen. Man hat nach Abweichungen gesucht, ob es eben mit der Einsteinschen Theorie oder mit der Newtonschen Theorie verträglich ist. Zum ersten Mal kam raus, dass es eben nicht mit der Newtonschen Bewegung beschreibbar ist. Wir sehen also wirklich relativistische Effekte bei dem Stern S2. Und deshalb war das auch ein Paper, was in einem referierten Journal, in dem Journal Astronomy and Astrophysics, erschienen ist als Letter. Das ist also eine besonders wichtige Publikation, wo man kurz auf eine wichtige Beobachtung dann typischerweise hinweisen möchte. Die Beobachtungen wurden jetzt erst im Mai 2018 durchgeführt. Das heißt, man hat hier diese Gravitationsrotverschiebung messen können und das nächste wird also auch schon in dem Paper ganz am Ende bekannt gegeben. Das Paper werden wir hier übrigens dann auch verlinken bei dem Beitrag für diejenigen, die mal genauer reinschauen möchten. Im Archive ist es dann wirklich für alle im Public Domain Bereich einsehbar. Und wir haben in dem Paper am Schluss den Hinweis darauf, was als nächstes getestet werden soll, nämlich die sogenannte Schwarzschildpräzision. Wir erinnern uns, bei dem ersten Test überhaupt von der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie
wurde ja die Periheldrehung von dem Merkur getestet. Der Perihel oder das Perihel ist der nächste Punkt an dem, auf der Bahn, wo also der Merkur der Sonne am nächsten kommt. Und wenn man diesen sonnennächsten Punkt mit dem sonnenfernsten Punkt, dem Aphel, verbindet, hat man die sogenannte Apsidenlinie. Diese Linie dreht sich im Raum, das bedeutet, diese gesamte Ellipse dreht sich um die Sonne und ja, das kann man im Prinzip berechnen. Woran liegt es im Wesentlichen? Der größte Effekt wird durch die anderen Planeten, die es ja in diesem Sonnensystem gibt, gemacht. Die ziehen an den Merkur und verschieben eben dann seine Bahn im Sonnensystem. Es gab aber, und das war schon im 19. Jahrhundert bekannt, Le Verrier hatte die Messungen durchgeführt, es gab einen 7%-Effekt, der nicht verstanden war. Das heißt, man hatte hier eine Diskrepanz eigentlich zu den Beobachtungen, die die Theorie, nämlich die Newton'sche Theorie, nicht erklären konnte. Einstein hat dann mit seiner neuen Gravitationsphysik sofort nachgerechnet und kam dann eben 1915 darauf, dass es Abweichungen gibt, die genau durch seine Theorie erklärt werden. Dieser 7%-Effekt ist ein Einstein-Effekt. Und das war historisch, wenn man so will, der erste Test der allgemeinen Relativitätstheorie. Viele, viele weitere Tests wurden ja jetzt durchgeführt. Immer wieder wird seine Theorie bestätigt. Die neueste Geschichte, wie wir ja hier berichtet haben bei Urknall, Weltall und das Leben, sind die Gravitationswellen, die man direkt gemessen hat mit LIGO und die auch beweisen, dass die Einsteinsche Theorie stimmen muss. Das heißt, was man jetzt hier testen möchte bei dem Stern S2, gibt es einen ähnlichen Effekt wie bei Merkur. Wir haben auch hier eine Drehung dieser Bahn im Raum. Und es ist schon bekannt, das kann man also wirklich ausrechnen, um wie viel sich diese Sternbahn im Prinzip weiterdreht. Pro Umlauf sind es 12 Bogenminuten. Das heißt, als nächstes möchte man diese sogenannte Schwarzschildpräzision testen. Also dreht sich die Bahn von S2 im Raum, wie es Einsteins Theorie vorhersagt. Ich würde mal sagen, stay tuned, coole Geschichte, Einstein hat recht, wir haben es ja schon immer gewusst und wir bleiben natürlich am Ball und wenn es mehr zu berichten gibt, dann erfahrt ihr es natürlich hier bei Urknall, Weltall und das Leben. Wenn es euch gefallen hat, bitte hier liken. Macht's gut.